Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salter Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reins Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Die Einsatzkarte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Ich erkläre dir die Lage. Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist, und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Vesta 3 ist nicht, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, krieg ich's hin. Versuchen wir's, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Status? Hüllenstabilität niedrig. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter, polarisiert das Glas. Roger. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Asteroid, Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Holtz, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. An die Arbeit hält. Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Vorsicht. ATA, automatische Anvisierdrohne, viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Mac ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Macs neuen ATAs, um die Lücke zu schließen. So ist es richtig, Sir. Wie kommt ein Asteroid so weit vom Kurs ab? Holen wir uns die Antwort. Wir sind keine Raketenforscher. Wollen wir den Chief holen? Lieber nicht.
Boss! Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Kurz trocken. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Okay, jetzt wollen wir es mal sehen. Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Avioni. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Wird gemacht, Boss. Das Ding hat in sich. Jetzt gibt's ein Problem mit dem rechten Bein. Lass mich mal, mach mal Platz. Schuss jetzt damit! Hey, hey! Das ist nicht lustig, Mann. Spaß dich, Captain. Kashima, Sie sind mein Co-Pilot. Newman, Kampf verliehen. Ja, man. Geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht den Kampf bereit. Sehr Bastard. Das ist unser Fenster, Raider. Komm rauf. Wir sind genau am Ziel. Lieutenant Salter, grünes Licht. Troop in 3, 2, 1. Trennung erfolgreich. Scan-Reichweite in 30. Überprüf alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah, das ist sicher. Ei, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kash. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist 100-mal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. Grad in der Sonne? Heilige Scheiße. Bring uns in Deckungshaut. Roger. Wir haben ein Signal. Nein, niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Rains Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen, im Schatten der Sonne. Okay. Roger, Landeanflug. Schubrüstung, los! Die Überlebenden, Captain. Mir nach! Zuhören! Wir dürfen uns unter keinen Umständen verlieren. Zusammenbleiben und die Sonne meiden. Verstanden! Finden wir die Zivilisten, tot oder lebendig. Los hier! So, willkommen zurück. Da ist eine Robobox 28 zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Jetzt sind wir da im Asteroid. Der nächste Zyklus beginnt jede Sekunde. Wir müssen im Schatten bleiben, wir haben keine Wahl. Salter hat recht. Die Solarpaneele geben uns die Deckung, die wir brauchen. Das ist unser Fenster. Bereit machen! Jetzt! Los! Also, man fliegt hier rein. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Total irre. Hört ihr das, Leute? Ich habe unsere Signalquelle. Den hat's wohl draußen erwischt. Der kehrt es mal gut durch. Ich sehe ein großes Gebäude. Wir müssen los für diese Luftschleuse. Die Sonne geht unter. Beeilung. Na los, Corporal. Die Matte nicht glüht schon. Na los, Raider, Tempo!
Schleusen auf Reserve. Bitte Notfall ausgelöst. Tja, das hier ist wohl ein Notfall. Machen wir weiter. Nach Ihnen, Captain. Hört ihr das, Leute? Was? Heilige. Sieht nach einem Beten oder so aus. Um hier alles aus dem Orbit zu kicken, braucht's schon mehr. Alle Mann verteilen, mal sehen, was wir finden. Scheiße. Sind die anderen jetzt hingelaufen? Hey, ich hab hier was. Unterwegs. Ob es einen Schusswechsel gab? Sieht so aus. Die kamen wohl nicht so gut miteinander aus. Vielleicht hatte Ethan recht. Damit es sie abtrünnig werden? Ihre Sicherheitsboards haben sie angegriffen? Können sie das überhaupt? Zusammenbleiben. Atemmasken. Sektoren scannen. Ach, muss wieder aufmachen. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach. Ich bin da, Fever. Gebe Deckung. Arbeit, Herr Drohn. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Da ist Blut an den Wänden. Ein toter Zivilist. Noch einer? Sieht nach Genickbruch aus. Sind Sie verletzt, Lieutenant? Alles gut, Kash. Licht aus. Nachtzyklus. Dann hängen die Drohnen am Stromnetz. Genau, ja, die Drohne sind am Strom. Ob noch jemand am Leben ist? Das gesehen wir jetzt. Wir finden Sie, Captain. Haben wir Fahrtbus auf Feldbein. Strom ist an, die sind aktiv. Und auf Boots geschoss. Dann hängen die Drohnen am Stromnetz. Genau, Ma'am. Öffnen wir diese Tür, Rails. Ob noch jemand am Leben ist? Hoffen wir es. Ja, hoffen wir es. Wir finden Sie, Captain. Hab hier Fahrtbus auf Feldbein. Strom ist an, die sind aktiv! Machen wir die Anno und die nächste und die. Was
Zugang zum Überwachungssystem. Sehr gut, Marine. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition! Los, bedient euch! Achtung, Sato, rote Lichter voraus! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schatten warten! Da! Linke Seite! Da sind noch viel mehr! Die Nacht kommt, konzentriert bleiben! Los, immer weiter! Alter! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schatten warten! Da! Linke Seite! Da sind noch viel mehr! Linke Seite! Die Nacht kommt! Konzentriert bleiben! Immer weiter feuern! Das war knapp! Alles dunkel! Los, jetzt! Kurze Frage, wie stehen die Chancen, dass diese Leute noch leben? Das können wir erst im Kommandozentrum wissen. Suche einen Zivilisten! Zum Kontrollraum geht's hier lang. Mist, das Ding ist verriegelt. Verdammt! Ich will nicht so enden wie der. Tagzyklus zu Ende. In Deckung bleiben. 11 Uhr! Wo sind sie? Ja, es rötet sie. Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Salt, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay. Ich erstatte der Red einen Lagebericht. Gut. Hergehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Geradeaus. Gehen wir. Start, check. Feindliche Truppen in Reichweite.
So, und mit dem würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.